So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Grid und weiter geht's heute mit dem Rennen hier. Vier Rennen, die uns anstehen. Und dann sind wir fast durch hier. Ja, doch. Das heute, das morgen und dann sind wir durch. Gehen wir rein. Dann fahren wir hier wieder mit so einem BMW, das ist klar. Gut, schauen wir mal, wie gut wir sind. Aber es reicht, um hier wieder angreifen zu können. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange. Und ich glaube, das ja, das geht los. Na dann, hau rauf. War mir fast klar. Scheiße, was das für Zeit gekostet haben. Und sich jetzt wieder da das Feld anzukämpfen, auf der Strecke jetzt. Boah, die Fakti sind schon ohne 2. Wo da hinten ist das Feld. Sei in Runde 2 etwas schneller. Wir sind weit hinten. Ja, schon klar. Aber der Vorteil ist, dass wir jetzt wieder dran sind und fällt. Scheiße, wo wollen wir jetzt? Scheiße. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Ja, das war's. Also, das ist viele Punkte wird es dafür nicht geben. Nur noch eine Runde, um ins Rennen reinzukommen. Ich bin da noch P12. Ja, also 15, 16, das wird schon mal gerade jetzt unser Platz zu sein. Es scheint unsere Serie jetzt komplett zu reißen. Ja, die wird auf jeden Fall reißen. Aber wir gucken, die Frage ist, wie weit geht es jetzt nach vorne noch? Ja. 13. Na, die zweite ist noch gut. Aber da war nicht viel mehr zu machen. So schön nach vorne gekämpft und dann so ein blödes Ding. Ja, ist mir egal. Ich muss ein Update ziehen von dem Spiel. Wir machen es aber jetzt gerade einfach ohne. Na gut. Serie ist gerissen. Aber wir haben ja noch Zeit, um hier noch was zu holen. Weiter geht's in China. Ne, Pelzett. Auf 4 starten wir. Aber nicht so weit das Feld nach vorne. Weite Reise nach vorne. Scheiße, ich noch gehabt, ey. Ja, es war aber. Verrate uns doch ein wenig über Brands. Dann umhin. So, auf. Start mal eine neue Serie. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ja, ich habe ganz schlecht. Ja, der hat mich aber gerammt, nicht ich ihn.
Wir sind davon, aber zumindest sind wir jetzt vorne weg. Drei Runden stehen an. Unser Kollege 14, na gut, der hat das erste Rennen gewonnen. Tolle erste Runde, du bist in Führung. Gut ist, dass wir jetzt einen guten Vorsprung haben. Letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Tschüss, Motorrad. Jetzt geht's in die letzten Meter dieses Rennens. Und da haben wir es wieder. Endlich, Sieg. So, gut, das haben wir gewonnen. War jetzt auch nicht die schwerste Übung, von dahin von wegzufahren. Gut, egal, das ist jetzt eh. Jetzt egal, gehen wir weiter. 13 Sekunden haben wir am Ende gehabt. Rennen Nummer 3. Rennen Nummer 3 jetzt.
Na, Level 16. Sehr schön. Und das nächste Rennen ist Sydney. Diesmal wieder von ganz hinten. Na, das letzte Rennen ja gewonnen haben. Es ist Zeit für ein Rennen in Sydney. Oh, dann noch eine Nacht. Wie sind die Bedingungen hier? Ja, das ist okay, das war ein bisschen. Danke fürs Wegdrücken. So, Platz 8 jetzt mittlerweile schon. Das ist cool. Hier lasse ich mal so, der will. Ja, ja. Der will mich nicht vorbeilassen. Lass dich auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Scheiße. Platz 4. War schön wieder vorne. Zweiter. Wieder schön innen vorbei an allen drei. Jetzt auch in die Jagd auf die Führenden. So, schöne Windschatten. Ansorgen und kurz vor der Ziellinie gehen wir dann in Führung. Guter Start. Bleib an der Spitze. Drei Runden, ja. Ja, der eine, der will mitfahren, nichts oder mithalten. Wir sind mit guten Liters und Kollegen sind wir durchgekommen. Jetzt können wir uns ein bisschen absetzen. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. So. Das kann in der Strecke. Und das sind jetzt Meter und wir haben es gewonnen. Yes.
Und letzte Rennen. So, ein Rennen haben wir noch. Drei Runden in Sepang. Ach, Malaysia. Sehr schön. Schön, dass man die Strecke auch mal wieder sieht irgendwo. Ich habe es in der Formel 1 immer sehr gerne gemocht und ja, ich vermisse sie. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen, der... So, schöner Start hier. Leider kann man keinen Platz gut machen. So, die nächste Frage ist, ob das jetzt... Ja, die nächste Kurve ist die Rechtskurve, das ist das Gute. Ich muss wieder in diesen Kurs ein bisschen reinkommen. Und schön von der Erstkurve, aber an allen vorbeigebremst. Und in Führung. So, ich bin dafür, dass diese Strecke wieder auf den Formel 1-Kalender zurückkommt. Hat immer gut Action geboten. Ich dachte zum Beispiel nur 2001. Aber jetzt... So, schon wieder weg vorne. Boah, schön mit dem wie der Sonne im Gesicht. Boah, jetzt schön lange gerade hier. Rausgekommen. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. So. Weit, weit nichts mehr von den anderen zu sehen. Aber man sollte trotzdem konzentriert bleiben. So, jetzt runter. Klar, die Zeit haben wir verloren, aber da auch
Den Dreher drin. Dreher drin hatten. Das ist der erste Sektor, aber es ging im Fall schnell den Dreher. So, jetzt hat er wieder durchgekommen, zweiter Sektor. Grün, aber nicht. Absolut schnellster Sektor. Hintereinander. So. So. Aber das auch durch. So. Okay. Ah, gut. So, das war das Rennen. Jetzt machen wir noch eins und dann sind wir schon mit dem Kapitel durch. Das machen wir dann morgen.